So, dann sind wir auch hier dran bei der neuen Tagesaufgabe von heute. Durchsuche Truhen bei Crazy Grove oder Sunny Steps. Also, ich werde persönlich zu Sunny Steps gehen, weil die mir gehen die Tacos in Crazy so auf den Keks. Das Ganze mache ich aber. Wieso habe ich eigentlich den Skin? Ich habe mich eben schon gewundert im Shop-Video. Hä? Ach, bestimmt weil ich den Skin aus Versehen gekauft habe und deshalb haben die ihn rausgeholt. Und deshalb hatte ich dann auf einmal gar keinen Skin mehr. Hatte mich nämlich wirklich schon gewundert. So, dazu gehe ich aber in Arena. Müsste eigentlich easy gehen. Ich schätze mich mal echt, dass die meisten zu Crazy rüberfliegen. Aber wie gesagt, die Taktus da geben mir schon ein bisschen auf den Keks. Und natürlich erstmal danke an die 269 Abonnenten. Ihr wisst ja, bei 270 kommt die drittletzte Zahl hinzu. Es könnte also passieren, da ich den Shop gerade hochgeladen habe, dass es in dem Video hier auch passiert. Deshalb werde ich definitiv, wenn die 270 jetzt im Video erreicht werden, die drittletzte Zahl auch reinschreiben. Und für all die, die sich nicht damit auskennen, was ich hier überhaupt mache, wie gesagt, 10 Euro Paysafe-Code und wie man den Code einlösen kann, habe ich extra ein Video gemacht, unten in der Videobeschreibung. Einfach mal abchecken da extra, wo ich mich einmal vorstelle und wo ich euch genau erkläre, wie man den Code knacken kann, beziehungsweise testen kann und wo man einlösen kann. Einlösen kannst du ja überall, wo du mit Paysafe bezahlen kannst. Aber denk dran, 10 Euro. Also versucht nicht irgendwas zu kaufen mit 15 Euro oder so. Ich weiß noch nicht, ob es genau so funktioniert. Also guckt am besten, dass ihr euch für 10 Euro, keine Ahnung, kauft euch für 10 Euro eine PSN-Karte. Zum Beispiel. Nicht, dass ein anderer auf die Idee kommt, was heißt auf die Idee kommt, schneller ist als ihr. Weil dann habt ihr nämlich das Problem, ihr wollt den Code dann später einlösen, weil ihr noch 10 Euro holt. Und dann ist der Code aber schon eingelöst. Deshalb. Und wenn er geknackt wurde, beziehungsweise ihr den geknackt habt, dann schreibt mir auch bitte in die Kommentare, dass er geknackt ist. Weil dann weiß ich damit definitiv, dass ich den neuen unten eintragen muss. Bam, 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 bam. So, jetzt hoffe ich mal, dass hier wirklich keiner landet. Ist natürlich auch direkt Brennpunkt. War ja wieder fast klar. Aber ich habe irgendwie so festgestellt, Tagesaufgaben kannst du in der Arena eigentlich relativ gut machen, weil halt keiner zu den Top-Plätzen will. Das ist halt echt so ein bisschen Versteckspiel. Oder eine, manche, die meisten gehen halt dann Tilted, hast du nicht gesehen. Ich habe auch keinen hinter mir gehört. Oder doch? Das können aber auch die scheiß Dinger hier am Himmel sein. So, da haben wir schon Kiste Nummer 1. Boah. Ich meine, da ich Fallschaden bekommen, wusste ich ja aber nicht so viel. Ich habe mir nur gedacht, auch komm, geh schneller runter. So, da haben wir schon ganz entspannt die ersten zwei. Alter, Loot, der geht hier mal überhaupt nicht. Kann ich hier mal normale Waffen kriegen? Aha. Ja, schon mal besser als das hier. Ja, da spiele ich echt lieber so. So, wie gesagt, zwei Kisten haben wir jetzt schon. Ach, stimmt, ich habe den links Schwertmess gehabt. So, ihr werdet mich zwar wahrscheinlich auslachen, aber ich kenne halt nicht alle Kistenplätze. Deshalb gehe ich nur gerade so grob durch. Nur um euch zu zeigen, wie gesagt, in der Arena kommt hier eigentlich selten keiner hin. Gucken, ob wir die 7 auch direkt schaffen. Ja, wo sind die Kiste? Natürlich da. Da ist die. So, wie gesagt, da haben wir schon 3. Wenn ich jetzt noch eine Pump finde, dann ist alles okay. Bam, bam, bam. Das ist gerade immer. Ah, siehst du hier schon die nächste. Jetzt sind wir schon bei 4.
So, hier scheint nichts mehr zu sein. Ah, da vorne so auf meine Pump die Suche. Wie kommt denn der? Es läuft so langsam, habe ich das Gefühl. Irgendwie kommt mir das gerade langsam vor. So, dann sind wir schon bei 5. Hat nochmal einen Blick drauf geworfen, ob ein Abonnent dabei kam. Warte mal, hier war doch sonst eigentlich auch eine Kiste, meine ich unten. Ne, jetzt nicht. Ich weiß, ich könnte die Dullis auch da abschießen, aber ich will halt jetzt echt erstmal die Kisten logischerweise haben. Jetzt keine. Vor allem, wir brauchen dann nur noch eine Kiste. Und ja, da wärst du doch schon. Zack. Easy in einer Runde. So. Nehmen wir uns die Minis auch noch mit. Jo. So, was sagt die Zone? Ach, die geht gleich erst los. So, dann gucken wir mal, was wir uns hier vom Himmel holen können. Alter, was halten die denn so viel aus? Ah, nice. Dann. Alter, Aim ist überhaupt noch nicht da. Das ist auch gut. Vor allem hier landet echt keiner so. Ah, der ist schon stark. Ich bin mit dem, wenn ich den habe, treffe ich nichts. Wenn ich dann anderen zugucke, wenn die damit spielen, die holen alles weg. Dreck, Schmutz. Auch Schmutz. Was war das? Keine Ahnung, was das gerade für ein Ton war. So, machen wir uns mal langsam auf den Weg. Problem ist, bei sowas denke ich mir immer, nein, du darfst jetzt nichts nicht daneben schießen. Ah, ein Gold. Aber irgendjemand, nee, ich muss den mitnehmen. Oh, läuft bei mir. Null auf Zone geachtet. Willst du mich jetzt hier trollen? Jetzt muss ich schnell gehen. Nein! Kommt jetzt der Mega-Fail? Das war keine Absicht. Ich habe nur gedacht, auch komm, kannst du mal looten. Eben noch geguckt, auch. Aber ich habe nicht darauf geachtet, wo die Zone losgeht. Beziehungsweise nicht, wo die losgeht, wo ich hin muss. Aber eigentlich von hier zu Loot Lake rüber müsste eigentlich gehen. Nein! Alter! Das ist, wenn man ganz schnell spielen will. Safe tot. Brauchst du gar nicht weiterfliegen. Was für ein dämlicher Tod. Ja, so ist das. Aber ihr habt gesehen, Tagesaufgabe easy machbar. Eieieiei. Gott, nee. Ach ja. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit eurer Aufgabe. Wie gesagt, ihr habt ja gesehen, easy machbar in einer Runde. Wenn natürlich keine anderen Gegner da sind, ist klar. Weil sonst wäre die ganze Nummer natürlich ein bisschen schwieriger. Ich glaube, da sind vielleicht 10 Kisten ungefähr. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns gerade das hier an.
Ihr werdet doch safe an den Stellen verrecken. Das will ich jetzt wissen, wie das aussieht. Der erst stirbt. Oder der andere. Oh, toll. Ja, Affenköpfe. So, wie gesagt, 270 Abonnenten. Leider nicht im Video erreicht, aber ich denke mal, es wird jetzt eigentlich passieren. So in den nächsten 1-2 Stunden eventuell. Und dann würde ich sagen, euch viel Spaß mit den Aufgaben und haut rein.